Herzlich willkommen bei Greenscaping und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ihr habt vielleicht eben schon mal die ersten paar Impressionen von meinem neuen Produkt sehen können. Und zwar habe ich heute die Ehre, euch am 1.1. des neuen Jahres 2021 mein neues Produkt vorzustellen. Und zwar geht es um das Dark Mountain Substrat. Das ist ein Aquascaping-Substrat, kannst du natürlich auch für normale Aquarien benutzen. Und das dient halt als Unterbau für Hardscape-Aufbauten. Also wie jetzt hier hinter mir zum Beispiel auch, da wurde das Ganze schon natürlich auch erprobt vor fast einem Jahr. Und solche Aquascaping-Substrate sind vielleicht im anderen ein Begriff, gibt es von der Marke ADA, die haben das auch in verschiedene Größen aufgeteilt. Gibt es von der Firma JPL, das Vulcano Mineral, in der Farbe Braun haben die das Ganze. Und wir von Greenscaping haben jetzt auch ein Substrat rausgebracht, und zwar das Dark Mountain Substrat. Das gibt es einmal hier in der XXL-Form und in der normalen Form, das heißt auch in zwei verschiedenen Körnungsgrößen. Und das hat die Farbe Schwarz-Anthrazit, also im trockenen Zustand ist es eher Anthrazit, also grau, und in der nassen Farbe, also so wie es dann im Aquarium auch zum Einsatz kommt, ist es halt Schwarz-Anthrazit, also schon sehr dunkel. Und das Besondere an diesem Dark Mountain Substrat ist, dass es sich natürlich perfekt eignet, wenn man jetzt dunkle Steine hat. Und das werde ich euch jetzt hier auch einmal zeigen. Das habe ich nämlich euch einmal veranschaulicht hier im Beispiel. Und da habe ich einfach mal ein bisschen Substrat von unserem neuen Produkt eingebracht. Und da sieht man ganz toll, wie der Unterschied zu einem braunen Substrat zum Beispiel von der Konkurrenz aussieht. Und wenn man jetzt zum Beispiel Minilandschaft hat, Seegebirge hat, Schiefer hat oder andere Steine, wie jetzt im Beispiel, oder schwarze Lava ist natürlich noch besser, dann sieht man den Unterschied sehr deutlich. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ja, wenn da Säul drüber ist, dann sieht man den Unterschied doch nicht mehr so. Aber es ist immer so, wie jetzt zum Beispiel auch hier, dass von dem Substrat sich entweder das vermischt mit dem Kies oder dem Sand oder mit dem Säul, wenn man da mal Mullen saugt oder mit der Pinzette rein und raus geht, wenn man eine Pflanze neu einsetzt oder weil die Fische wühlen, und dann sieht man es nachher doch. Und braun und grau oder braun und schwarz sieht natürlich nicht so schön aus, als wenn man schwarz in schwarz hat oder schwarz in grau. Das sieht natürlich nochmal deutlich, deutlich edler aus, auch wenn man von der Seite guckt. Und ja, deshalb haben wir uns entschieden, ein Substrat in der Farbe rauszubringen, denn das gibt es so auf dem Markt noch nicht in dieser Konfiguration, auch dass es das in zwei verschiedenen Körnungsgrößen gibt. Jetzt zum Beispiel hinter mir bei meinem Aquarium haben wir das XXL, deswegen habe ich es auch dabei verwendet, weil das Aquarium einfach einen Steinaufbau von über 30 cm hat. Das steht dann hier auch drauf, also das ist für über 30 cm, das normale ist für unter 30 cm. Hat einfach den Grund, je höher das Aquarium ist, je höher der Aufbau, desto schwieriger ist es, den kompletten Aufbau von Faulhasen fernzuhalten und von Fäulnis, denn der komplette Bodengrundaufbau muss gut durchströmt sein, damit die Wurzeln optimal wachsen können, damit die nicht anfangen zu faulen, damit dann nicht der Mulm durchfällt und sich das Ganze verdichtet und sich Faulgase bilden. Deshalb ist bei einem höheren Aufbau eine größere Korngröße von Vorteil, da dann einfach mehr Hohlraum entsteht, in dem natürlich dann Fäulnis quasi nicht entstehen kann. Und zudem ist es natürlich auch so, dass wenn man eine größere Korngröße hat, die Aufbauten auch deutlich steiler gestaltet werden können und die Stabilität natürlich um einiges fester ist. Ich habe es jetzt hier zum Beispiel so gemacht, ich habe nach oben drauf noch eine normale Schicht, also von dem normalen Dark Mountain Substrat gestreut, damit die Pflanzen natürlich besser halten, damit das optisch auch besser aussieht. Und darunter ist halt komplett das XXL, um eine bestmögliche Bodendurchflutbarkeit garantieren zu können, um da auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe jetzt hier kein extra Säul, das ist wirklich nur das Substrat. Und zusätzlich halt die Super Red Düngertabletten von mir, funktioniert wirklich sehr gut und ist natürlich auch darauf abgestimmt. Das heißt, da gibt es dann hundertprozentig keine Probleme mit Fäulnis, wenn man natürlich nicht viel zu viele Fische hat, die natürlich unglaublichen Kot produzieren. Aber so hat man halt keine organische Substanz direkt im Boden, die faulen kann. Und durch den Aufbau des Substrats ist natürlich da auch bestmöglichst vorgebeugt. Jetzt werden sich natürlich einige fragen, was ist denn das Besondere an dem Substrat? Denn
Wenn wir ein Produkt entwickeln oder wenn ich ein Produkt entwickle, ich mache das ja meistens nicht alleine, dann möchte ich oder möchten wir, je nachdem, welche Position man jetzt guckt, natürlich immer etwas verbessern. Und auch ich habe mich natürlich wieder reingesetzt und geschaut, was kann man da besser machen. Wir haben jetzt also schon die zwei Größen, das hat ja auch nicht jede Firma jetzt im Angebot. Dann die Farbe Schwarz, die es auch noch nicht gab. Und was wir natürlich zusätzlich uns angeschaut haben, was bei der Konkurrenz häufig bemängelt worden ist, ist, dass das Substrat nicht vorgewaschen war. Und da haben häufig Kunden auf verschiedenen Bewertungsplattformen halt geäußert, dass dann das Wasser sehr trüb war. Das war dann danach eine braune Pampe, wenn man da vielleicht ein bisschen mit rumgewurschtelt hat, also ein bisschen gescaped hat, wenn man es mal so sagen will, und nicht auf Anhieb das Scape richtig gefunden hat und vielleicht nochmal einen Stein oder nochmal ein bisschen Substrat umgeschaufelt hat von der einen in die andere Ecke. Also wenn da Bewegung reingekommen ist, dann sah das Aquarium halt ziemlich dreckig dann aus. Wird natürlich irgendwann auch wieder rausgefiltert. Aber wenn man jetzt ein schnelles Aquascape aufsetzen will, was natürlich sofort kristallklares Wasser hat, dann ist das natürlich eher vom Nachteil. Und deshalb haben wir ein spezielles Verfahren entwickelt, wo wir das Substrat halt mit möglichst wenig Wasser, aber dafür mit Hochdruck reinigen. Das hat natürlich den Vorteil, man spart wieder Ressourcen. Also man braucht jetzt nicht, wenn man normal Kies wäscht, bräuchte man wahrscheinlich für so einen Eimer mindestens 4 Eimer davon, um das zu reinigen. Und wir brauchen nur 1 Eimer davon zu reinigen, nicht mal die Menge an Wasser. Und wenn das vom Großhändler quasi kommt als Rohstoff, denn das ist reines Naturprodukt, also reines vulkanisches Gestein, verschiedene Gesteinssorten, die wir da gemischt haben, machen andere Konkurrenten, die andere Farben anbieten. Einen hatte ich ja schon genannt, natürlich auch, um halt eine bessere Stabilität auch nochmal gewährleisten zu können und natürlich auch eine bessere Optik. Denn wenn man mehrere Steinsorten miteinander mischt, also die meisten denken, da ist immer nur Lava drin, ist es aber nicht, dann hat man natürlich auch eine bessere Bandbreite an Steinen, die man damit kombinieren kann. Also Lava würde natürlich mit Lava am besten aussehen, aber dadurch, dass da mehrere Gesteinssorten drin sind, wirkt das natürlich mit verschiedensten Gesteinssorten perfekt. Und ich sage, ideal ist das wirklich für Mini-Landschaft, Sägebirge, Schiefer, schwarze Lava. Da sieht das wirklich gigantisch aus und deutlich besser, als wenn man da ein braunes Produkt hat. Hat man natürlich Drachenstein zum Beispiel, dann macht das braune Produkt wieder mehr Sinn, weil das optisch einfach besser aussieht. Das kann ich auch so sagen. Da gibt es auch gute Produkte auf dem Markt und da muss man halt mal schauen. Da kann man natürlich auch das Schwarze nehmen, wenn man zum Beispiel möchte, dass es vorgewaschen ist. Und ja, es wird halt mehrfach vorgewaschen, denn dieses kommt halt vom Großhändler sehr, sehr dreckig an. Und manche füllen das dann gleich so ab. Bei uns wird es halt mit Hochdruck mehrfach dann freigespült. Das ist nämlich sehr schwer, denn da ist halt Lava drin. Lava hat eine sehr, sehr feine Porosität, was natürlich auch zum Vorteil ist für die Bakterien und die Durchströmbarkeit des Bodens. Aber es ist auch sehr, sehr schwer sauber zu kriegen. Also wenn ihr das bei uns kauft, können natürlich nochmal kleinste Absplitterungen durch den Transport entstehen. Aber ich werde euch das jetzt mal einzeigen. Ich werde es euch jetzt mal anzeigen, jetzt hier im Praxisbeispiel. Ich habe jetzt einmal das Braune der Konkurrenz benutzt und auch einmal mein Produkt und werde da jetzt einmal Wasser zugeben. Und dann könnt ihr jetzt live sehen, was ich meine mit unser Produkt ist vorgewaschen und trübt das Wasser nicht. Also hundertprozentig kann man, es gibt immer eine Minimalstrübung, aber ich glaube, den Unterschied kann man jetzt sehr, sehr deutlich sehen, was ich damit meine. Dann gibt es natürlich Firmen, die damit werben, dass man natürlich damit eine unglaublich hohe Mineraliendichte hat und dass die viele Mineralien abgeben und so. Da bin ich etwas vorsichtig, denn es ist natürlich ein Gestein. Das ist genauso, als wenn ihr ein Lavagestein in euer Aquarium einsetzt. Natürlich ist ein Gestein reich an Mineralien, denn darauf ist der Stein aufgebaut. Aber es ist natürlich so, dass die Mineralien nicht sofort wasserlöslich sind. Das heißt, wenn ihr den Stein im Aquarium habt, weil nichts anderes ist das eigentlich im Kleinstformat, dann gibt der natürlich geringste Mengen durch Reibung, durch Verwitterung, ist jetzt im Aquarium eher schwierig, oder durch Wasserlösung vielleicht mal irgendwann ab, aber das ist wirklich zu vernachlässigen. Auch wenn man natürlich jetzt, was die Konkurrenz hat, das nicht gewaschen hat, dann sind natürlich kleinere Teile davon da, dass die Oberfläche größer wird, vielleicht ein bisschen mehr noch abgegeben, aber das ist, steht in keinem Verhältnis zu dem, was man über die Superwert-Düngetabletten eingibt, was man über Nährboden eingibt, was man über den Säul angibt, was man über den Säul einbringt. Deshalb werbe ich da nicht mit und ich möchte euch auch sagen, nutzt das bitte nicht als Nährstoffdepot, denn das ist es definitiv nicht. Es kann keine Nährstoffe in dem Sinne speichern direkt. Die Steine haben zwar Nährstoffe indirekt als Mineralien in sich drin, aber ihr setzt ja auch keine Steine ins Aquarium ein, damit die jetzt das Wasser mit Nährstoffen versorgen. Also eine Düngung kann das auf keinen Fall ersetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Steine, auch nochmal wichtig zu sagen,
sind so gut wie gar nicht kalkhaltig, genau wie es bei der Konkurrenz dementsprechend auch ist. Minimal kann natürlich immer sein, aber es ist jetzt nicht so wie bei Minilandschaft zum Beispiel, dass da dementsprechend viel Kalk abgegeben wird. Das ist dabei nicht. Also kann man problemlos auch einsetzen, wenn man jetzt keine Wasseraufhärtung wünscht. Genau, das ist also das Wichtigste, was ich eigentlich zu dem Produkt gesagt habe. Das Produkt gibt es in der XXL-Form nur in 12 Kilo, weil ich habe mir gedacht, wer XXL verwendet, wer einen Aufbau von über 30 cm hat, braucht dementsprechend auch ein riesiges Aquarium, wie ich zum Beispiel, und der braucht mindestens 12 Kilo. Also das gibt es nur in 12 Kilo, kostet 28,99 €. Und dann gibt es das Ganze noch in 4 Kilo, in der normalen Form und auch in 12 Kilo. Da kostet es einmal 12,90 € und 29,90 € dementsprechend in der 12 Kilo normalen Korngröße. Genau, die Korngröße ist natürlich variabel, weil es von mir ja persönlich gemischt wird. Also die Bandbreite ist da relativ groß, aber ich blende euch jetzt mal ein Bild ein mit einem Konkurrenzprodukt, was einige bestimmt auch kennen, und da kann man vielleicht schon mal eine grobe Richtung haben, wie die Korngröße ungefähr ist. Und auch im Beispiel einer 2-Euro-Münze ist das, glaube ich, auch sehr gut veranschaulichbar, wie da die Korngröße so ungefähr sich zusammensetzt. Aber wie schon gesagt, das Naturprodukt kann natürlich minimal in der Farbe wie auch in der Korngröße immer abweichen. Ist natürlich ganz normal. Und ja, ich glaube, wir haben das Wichtigste zu dem Produkt jetzt gesagt. Ist ab heute verfügbar. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt ein neues Aquarium einrichtet, euch das bestellt, auch noch bis zum 7. 12% sparen. Also ganz, ganz wichtig an alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben wieder eine Jubiläumsaktion, da wir zweijähriges Jubiläum feiern, und da könnt ihr natürlich ordentlich mitsparen. 12% gibt es bis zum 7. Also wer da nochmal Dünger braucht, kann natürlich jetzt zuschlagen und kann sich auch unser neues Produkt sichern und kann damit vielleicht sich schon ein neues Aquarium, Aquascape dementsprechend optimal einrichten. Genau, das gab es an der Stelle zu dem neuen Produkt zu sagen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem neuen Produkt die Aquaristik, die Aquascaping-Welt wieder ein bisschen mehr bereichern, konnte ein Produkt hinzufügen, was es so noch nicht gab. Es ist ja mehr eine Variation, denn ein ähnliches Produkt gibt es schon von einer Konkurrenzfirma, aber es gab dieses Produkt noch nicht in Schwarz, es gab dieses Produkt nicht gereinigt, es gab dieses Produkt nicht in zwei Korngrößen, und das haben wir jetzt optimal ergänzt, finde ich, und haben natürlich dort die Möglichkeiten für einige nochmal deutlich erweitert. Und ja, ich freue mich darauf, das bei euch dann bald im Einsatz zu sehen. Und über eure Fragen würde ich mich natürlich unten in der Kommentarbox sehr freuen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video, und vergesst nicht, dieses Video bitte unbedingt in Foren und auf Instagram, Facebook, etc. zu teilen. Würde mich riesig freuen, damit natürlich auch andere Leute mitkriegen, dass wir so ein neues Produkt rausgebracht haben. Aber das würde uns riesig, riesig freuen, und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und